Hallo, ihr fabelhaften Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im Oktober 2017. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und ich führe euch durch die Konstellationen. Wenn ihr eine Beratung zu einer ganz persönlichen Situation braucht, könnt ihr euch natürlich gerne an mich wenden. Ihr könnt mein Kundentelefon anrufen oder die Beratung direkt über meine Homepage buchen unter www.antonialangsdorf.com. Und die Infos findet ihr hinter diesem kleinen i hier im Bild. Und natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Mit etwas Glück könnt ihr die Beratung auch bei der Verlosung gewinnen. Und wie das geht, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Also bleibt dran! Ja, im Oktober stehen die Sterne für euch sehr prickelnd und halten für euch viele schöne Momente bereit. Euer Herrscher, der Mars, verbindet sich mit Liebesgöttin Venus. Bis Ende Oktober versorgen euch die Konstellationen mit vitaler Energie in eurem Partnerhaus. Da gibt es viele schöne Impulse für euer Liebes- und Beziehungsleben. Die Energie ist angenehm und anregend, kann aber auch zu Reibereien führen. Ihr könnt nichts falsch machen, wenn ihr verstärkt auf euren Schatz eingeht und nicht um jeden Preis versucht, euch durchzusetzen. Jetzt schauen wir uns die Konstellation ein bisschen genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund, mit euren lang wirkenden Aspekten und Transiten. Ja, meine Lieben, der Jupiter wird jetzt aus dem Aspekt zu eurer Sonne rausgehen, aus dem Direkten, aus der Opposition hier bei euch im Partnerhaus. Das heißt, noch bis zum 10. Oktober versorgt er dort die Geburtstagskinder vom 18. bis 21. April nochmal mit Begegnungsenergie, aber dann ist damit erstmal Schluss, weil nämlich er dann ab dem 10. Oktober ins Zeichen Skorpion geht und damit in euer achtes Sonnenhaus. Jetzt geht es um das Thema, in Beziehungen finanzielle Verantwortung zu übernehmen. Seid ihr in einer Partnerschaft, dann könnt ihr unter diesem Transit darüber nachdenken, wie ihr eure Ressourcen zusammenlegen könnt, um euch gemeinsam etwas anzuschaffen. Das gilt aber auch für eine Geschäftspartnerschaft. Ihr könnt gute Verträge abschließen, Gespräche mit euren Bankern führen und auch einen Kredit aufnehmen, wenn sonst nichts dagegen spricht. Auf der psychologischen Ebene kann dieser Transit für euch Veränderungen bringen, die euer Leben bereichern. Widder, die sich für Mystik und Okkultes interessieren, werden begeistert sein, denn sie verstehen jetzt die geheimen Zusammenhänge oder haben Spaß am Forschen. Auch ein psychologischer Heilungsprozess kann jetzt beginnen. Ihr seht also, auch wenn ihr den Jupiter nicht mehr im direkten Aspekt zu eurer Sonne habt, kann er euch noch viel Gutes tun. Alles über die mythologische und tiefenpsychologische Bedeutung dieses Transits erfahrt ihr in meinem Video-Special »Finde den verborgenen Schatz«. Dann habt ihr ja weiterhin langfristig das Pluto-Quadrat zu eurer Sonne. Pluto steht für euch im 10. Haus der Karriere, im 10. Sonnenhaus. Und diesen Monat bekommen diesen Aspekt die Geburtstagskinder vom 7. bis 9. April auf ihre Sonne. Das ist ein Aspekt, der starke Veränderungen und Wandlungen, auch Krisen mit sich bringt, was eure Karriere anbetrifft und häufig auch mit Machtkämpfen einhergeht. Ja, so, ihr müsst euch da durchsetzen oder ihr habt vielleicht einen Chef, der kräftig Druck auf euch ausübt. Aber dieser Aspekt hat auch wirklich ein großes Potenzial, dass euch diese Veränderungen in der Karriere nach vorne bringen. Ist halt nur nicht so angenehm, ne? Weil es ein Quadrat ist. Es ist nicht angenehm. Es kann auch manchmal damit einhergehen, dass es große Veränderungen gibt in eurer Firma oder dass da irgendwas abgewickelt werden muss und ihr seid davon betroffen. Also, ne, wenn ihr in so einer Krise seid, dann denkt immer dran, dass Pluto Krisen bringt, die uns dazu anregen sollen, über uns selbst hinauszuwachsen und dadurch eigentlich mehr Kraft und Macht zu entwickeln. Es ist ein sehr mächtiger Transit, der kann euch, wie gesagt, auch Machtzuwachs bringen, aber eben der Preis dafür ist schon auch, dass man sich sehr hart einsetzen muss. Und je nachdem kann das natürlich für die Beziehungen auch, kann es einen Schatten drauf werfen. Rein vom Aspekt her, jetzt nur das Quadrat, mal abgesehen von der Hausstellung, ist es eben wirklich auch eine Verwandlungskrise, eine Veränderungskrise. Und die kann natürlich auch durch eine Partnerschaft ausgelöst werden. Das wäre dann mal ein Fall für eine persönliche Beratung, dass man da mal nachguckt, wie der Pluto genau für euch steht im Horoskop, ne? Genau, ja. Und dann haben wir noch das Trigon von Saturn und gleichzeitig auch Lilith. Die stehen im Schützen in eurem neunten Haus. Das ist so ein bisschen so eine politische
Konstellation, hat so ein bisschen was mit Weltanschauung zu tun und könnte euch auch anregen, euch für Schwächere einzusetzen. Das machen Widder ja gerne, die kämpfen ja. Und gerade Widder Frauen auch haben jetzt vielleicht Lust, sich zu engagieren und können dann bei der Gelegenheit bei politischen oder gesellschaftlichen Aktivitäten spannende neue Leute kennenlernen. Schließlich und endlich ist dann noch die Konjunktion zu Uranus, also die Verbindung hier Uranus und eurem eigenen Zeichen. Er steht jetzt hier ganz hinten und bestrahlt die Geborenen vom 16. bis 19. April. Haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, bringt einen großen Veränderungsdruck. Nicht so konflikthaft wie hier der Pluto. Es ist schon mehr wirklich so ein gutes Gefühl, dass man sich neu erfinden will. Kann auch durch äußere Ereignisse ins Leben kommen, aber es kann eben auch sein, dass ihr diese Energie, es steht ja bei euch im Zeichen, ihr tragt die Energie jetzt in die Welt. Das heißt, ihr bringt auch Veränderungen ins Leben anderer Leute. Ist ja je nachdem auch mit viel Verantwortung verbunden und kann natürlich auch sehr gut geeignet sein, um neue Leute kennenzulernen und zu flirten. Und diesen Aspekt empfangen diesen Monat die Geburtstagskinder vom 16. bis 19. April. Und damit zu euren aktuellen Konstellationen im Oktober. Also es geht auf jeden Fall gut los, denn Sonne, Merkur und ja auch noch der Jupiter stehen erstmal in eurem Partnerhaus. Superschön, der Mond dazu in Harmonie, wunderbar, prickelnd, vor allem für die dritte Dekade der Widder. Das dürfte euch gefallen. Dann haben wir Mars und Venus in der Jungfrau. Und die stehen jetzt für euch im Sonnenhaus der Arbeit. Das ist vielleicht ein heißer Büroflirt oder vielleicht auch mit jemandem aus dem Gesundheitswesen. Also das könnte da schon auch recht prickelnd werden. Und der erste ist auch schon gleich ein Top-Tag für euch, ne? So, nämlich sowohl für heiße Flirts als auch für schöne Unternehmungen mit euren Freunden. Ihr seid fein raus, wenn ihr euch einen Brückentag auf den 3. Oktober freigenommen habt, ne? Weil da habt ihr nämlich drei schöne Tage und dann auch schon gleich wieder einen Top-Tag am 5., das ist nämlich der Vollmond. Also die Flirt-Energie steigert sich dann immer weiter. Eben bis zu diesem Vollmond und der findet bei euch im Zeichen statt. Ne? Ist bei euch im Widder, dann noch der Uranus dabei, Sonne im Partnerhaus. Also ihr seid sehr unmittelbar mit der aufregenden Energie dieses Vollmonds aufgeladen und wirkt bestimmt sehr anziehend auf andere. Ja, ab dem 6. und dann bis zum 11. wird es dann so ein bisschen ernüchternd, weil nämlich dann Venus und Mars hier in Spannung zu Saturn gehen, zu Lilith, da wird provoziert, da fallen vielleicht verletzende Worte. Vielleicht seid ihr bei einem Büroflirt zu weit gegangen und es gibt jetzt Stress mit der Chefetage. Es lohnt sich auf jeden Fall, sehr diplomatisch vorzugehen, wenn es euch liebesmäßig am Arbeitsplatz erwischt hat. Am 10. Oktober tritt dann Jupiter ein in den Skorpion und das Motto ist, finde den verborgenen Schatz. Und für euch geht es in den kommenden 13 Monaten darum, wie ihr mit gemeinsamen Werten umgeht. Und dazu habe ich ein Video-Special gemacht, wo ihr mehr darüber erfahrt. Es heißt dann eben auch, finde den verborgenen Schatz. Und das könnt ihr euch dann auch noch anschauen. Dann habe ich einen Top-Tag für euch am 14. Sehr schöner Tag. Da geht nämlich die Venus ins Zeichen Waage und damit in euer Partner- und Begegnungshaus. Die Stimmung steigt wieder. Gleichzeitig haben wir dann auch noch eine Konstellation mit Uranus und Merkur in der Waagezeichen, das sind gewagte Ideen. Man ist vielleicht nervös und traut sich vielleicht auch einen gewagten Flirt einzugehen. Das ist auf jeden Fall für euch ein Top-Tag, denn der Mond im Löwen lässt es dann für euch zusätzlich erotisch knistern. Am 17. haben wir dann einen Zeichenwechsel. Merkur tritt ein in den Skorpion und bildet am 18. eine Verbindung hier zu Jupiter und die Sonne geht am gleichen Tag in die Opposition zu Uranus. Das ist wiederum bei euch im Zeichen. Also das ist nochmal vielleicht ein Aufreger. Ne? Und am 19., das ist für euch dann auch ein Top-Tag, ist der Neumond auf 26 Grad Waage. Und da hatte ich ja als Thema genannt, erwartet das Unerwartete. Ja, das ist für euch natürlich besonders interessant, weil es eben in eurem Partnerhaus stattfindet. Ne? Man soll da offen sein für neue Lösungen, Abenteuer wagen. Also und auf Schatzsuche gehen. Und ihr könnt das jetzt für beides nutzen, entweder für einen Flirt oder eben indem ihr, weil Neumond ist und man über neue Dinge nachdenkt, über den Jupiter-Transit nachdenkt und über die gemeinsamen Werte, die ihr in der Partnerschaft vielleicht schaffen wollt. Ist jedenfalls ein Top-Tag für euch, weil, wie gesagt, im Partnerhaus und für Widder-Singles kann es auch wirklich zu einem ganz überraschenden, tollen Flirt kommen und die Festliierten, für die lohnt es sich auf jeden Fall, darüber nachzudenken, wie sie sich gemeinsam mit ihrem Schatz weiterentwickeln wollen.
Am 22. Oktober geht dann der Mars auch noch in euer Partnerhaus in der Waage. Das bedeutet charmante Verehrer für Widderfrauen. Aber wer setzt sich durch? Geben und nehmen ist wichtig und sollte ausgewogen sein. Da müsst ihr wirklich auch ein bisschen drauf achten. Es sind so ein bisschen Kabbeleien und Reibereien, vielleicht auch lustig mit dem anderen. Aber wie ich es auch am Anfang schon gesagt habe, es kann nicht schaden, wenn ihr euch auf jeden Fall auf euer Gegenüber ein bisschen einlasst und nicht immer unbedingt jetzt da gewinnen wollt. Am 23. Morgens um gegen 7:30 geht die Sonne ins Zeichen Skorpion und trifft sich dann dort am 26. mit Jupiter. Und das ist gut für bestehende Beziehungen und auch um gute Verträge und Vereinbarungen zu erzielen. Dann haben wir noch mal ein paar kritische Tage vom 26. bis 28. und das fällt bei euch so ein bisschen ins Partnerhaus. Das heißt, ihr solltet da wirklich in Beziehungsfragen keine radikalen oder endgültigen Entscheidungen treffen, denn da gibt es dann nochmal eine Happy-End-Konstellation im November. Ja, am 31. Oktober, das ist ein Dienstag, da feiern wir dann Halloween bzw. Samhain, was ja dem zugrunde liegt. Und die Konstellationen sind diesmal sehr spirituell. Ich habe die in der kosmischen Schwingung vom Oktober auch ausführlich gedeutet. Und für euch wird es wahrscheinlich eine lange Partynacht, denn ihr habt Venus und Mars im Partnerhaus stehen und bestimmt jede Menge Leute, die mit euch ausgehen und feiern wollen. Nur zu, es wird bestimmt eine heiße Nacht. Das waren eure Sterne im Oktober. Wenn ihr mehr über eure ganz persönlichen Konstellationen wissen wollt, dann berate ich euch gerne. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage www.antonialangsdorf.com und die ist auch verlinkt hinter dem kleinen i hier im Bild. Wenn ihr eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen und etwas über Astrologie lernen wollt, dann ist mein Webinar Antonias Sterne genau das Richtige für euch. Da haben wir in der Gruppe immer einen ganz tollen astrologischen Austausch. Und der nächste Termin ist am Freitag, den 6. Oktober um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten persönliche Beratung bei mir gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom November bekannt. Und so nehmt ihr teil. Ihr postet mir bitte hier auf YouTube einen netten Kommentar, wie euch meine Horoskope gefallen oder ob ihr eine Anregung für mich habt. Und abonniert einfach meinen Kanal, hier klicken. Zum Eintritt von Jupiter in den Skorpion schaut euch auch das Special Finde den verborgenen Schatz an. Und, falls ihr es noch nicht gesehen habt, auch das Video Folge deinem Herzen über den Mondknoten im Löwen. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.